Nun, du wolltest mit uns zur See fahren. Wir kontrollieren eine Dämonenarche, die wir den Herren der blutigen See abgenommen haben. So viel hast du ja mittlerweile bereits von Abelmir mitbekommen. Man nickt vorsichtig. Nun? Glücklicherweise warst du dir ziemlich sicher, auf den Seelenhall selbst aufpassen zu können, denn das wirst du an Bord auch müssen. Ja, denn leider habt ihr gerade zwangsläufig angeheuert. Aber freut euch, wir sind keine Dämonenanbeter. Nein, vielmehr reisen wir auf einer eroberten Arche, um den Feinden der Tulamidenlande und der Mittellande eins auszuwischen. Das erklärt, warum ihr fähige Kämpfer braucht und nicht nur Leute, die etwas kämpfen können. Wir Ah, ich haben. sehe, du verstehst schnell. Und wir haben auch Ah, nicht fähige Camper an Kämpfer bin ich Bord. nicht. Wir haben auch nicht Camper an Bord. Wir finden sicherlich etwas Passendes für dich. Spätestens die Kombüse. Keiner wird dort Und brauchen Segel. wirklich Hilfe. Nun, unser Schiff hat keine Segel. Nun, unser Beischiff hat Segel, aber. Na gut, zumindest dafür kannst du helfen. Okay. Selbstverständlich ist dir klar, dass über das, was hier drin geredet wird, du kein Wort an niemanden verlieren wirst. Also so wie Abel mir? Wir können nicht noch mehr Leute mit zu großem Maul gebrauchen wie unseren gewährten Magier. Hi. Wir müssen wirklich mit ihm reden. Wir zahlen 5 Taler am Tag. Das ist er echt nicht wert. Was? Fünf Silberstücke am Tag? Hi. Okay, ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Soll ich den Ausschau halten nach dem anderen Schiff, um den Kapitänsnamen herauszubekommen? Wenn ihr das könnt, wäre das gut, ja. Wie ist das Schiff noch gleich? Wogenreiter oder so? Winterreiter, glaube ich. Was Ich hab's schon wieder war vergessen. das? Meeresreiter. Meeresreiter, genau. Meeresreiter war es. Nein, Windreiter, das waren diese seltsamen Torhäuser, die wir mal gesehen haben. So, genau. Erweise dich als nützlich und wir können auch darüber reden, dass du vielleicht sogar mehr Geld bekommst am Tag. Wie war das noch? Die Windreiter ist es ein Schiff und wir wollen den alten Kapitän herausfinden und den neuen, oder? Meeresreiter. Beide. Beides. Meeresreiter. Und halte Ausschau nach der Mannschaft des Schiffes. Die dürfen jetzt alle so langsam Anzeichen der Krankheiten zeigen. Okay. Okay, derweil im Maraskana-Viertel. Ahmad, wo möchtest du hin? Ahmad würde ganz gerne irgendwelche Leute fragen, wer, ja, Personen im Maraskana-Viertel ist. Was möchtest du fragen? Die wichtigste Person im Maraskan-Viertel erfahren. Von Wahrscheinlich die den Rohr- beiden und Figuren vor. Grohrpriester. Hört man mich gerade so schlecht, oder? Also höchstwahrscheinlich die Rohr- und Grohrpriester. Ja, genau, dachte ich mich auch. Ja, dann würde ich zu den beiden gehen. Wenn man mich dahin führt. Sonst verirre ich mich. Ja, dann kannst du vor das hohe Bruderpaar Kardin und Garumin treten. Die Welt ist schön, Bruder, Schwester. Wie können wir dir helfen? Habe ich deren Namen in Erfahrung gekriegt, oder? Ja, die werden hier genannt. Also der Weltenscheim-Tempel, genau in der Mitte vom Schmiedeviertel, vom Maraskan-Viertel, das kannst du gar nicht verfehlen. Und auch der Name wird dir mitgegeben, weil der Klatsch ist stark. Wir haben dich bereits erwartet. Uns wurden erzählt, dass du hierher kommen möchtest. Wie können wir dir helfen? Das ist richtig. Und zwar, ja, nun, wir haben ein Schiff, das sicher durch die blutige See fahren kann. Und wir möchten eure Hilfe erfragen, da wir gehört haben, dass Festum verhungert. Festum leidet Hunger. Und ich hörte, dort sind einige eurer Glaubensbrüder. Wir wollten euch fragen, ob
ihr uns vielleicht dabei unterstützen könnt. Das ist richtig. Einige Exilanten sind auch in den hohen Norden gezogen und haben dort ein eigenes Viertel inklusive eines Tempels. Wie also erfragst du unsere Hilfe? Nun, die Hungersnot greift um sich. Viele Leute, die dort leben, verhungern. Sie brauchen Essen. Ich weiß nicht, wie eure finanziellen Mittel aussehen, doch ich bitte euch, Nahrungsmittel mitzugeben, die wir dann dort in Festum verteilen können. Mit eure Glaubensbrüder und auch die Brüderschwestern aus Festum nicht verhungern. Wir brauchen eure Hilfe. Der Klatsch ist bereits zu uns gedrungen, dass Festum hungert. Wir können dir sicherlich helfen, da du guten Ruf genießt. Nicht nur bei uns, sondern auch im restlichen Teil der Stadt. Ach man. Wenn du möchtest, dann geben wir dir in wenigen Stunden einige Dinge mit, die wir entbehren können, die Festum braucht. Wäre äußerst großzügig von euch. Man verneigt sich einmal vor den beiden. Ich denke, ihr wisst, wo wir am Hafen liegen. Selbstverständlich, das weiß jeder Bruderschwester. Jeder, natürlich. Hab Dank für eure Unterstützung. Die Welt ist schön. Die Welt ist schön. Als du den Tempel auf der anderen Seite wieder verlässt, wirst du feststellen, dass schon drei Frauen sich aus den Fenstern herausgelehnt haben und jetzt laut in alle Richtungen rufen: Ahmad braucht Essen! Eine Expedition in Richtung Norden, nach Festum! Ja, ja, und damit kannst du wieder in Richtung Süden eures Kontores laufen. Ich möchte auch mal, wenn ich dann da durchlaufe und alle Leute wissen, dass ich Festum unterstütze, wieder als Held gefeiert werden. Ja, das wird auf alle Fälle funktionieren. Gut. Dir wird auch von einer so einer Garküche wird dir dann natürlich auch wieder ein Stück Reis angeboten und auch ein so ein ganz kurzes Getränk in so einem kleinen Becher. Ist ja quasi eine Flüssigkeit ohne Farbe und man bietet sie dir an. Hier, Bruder, Schwester, Offenbarung der Zwillinge, das ist gut für dich. Du das sagst, Bruder, Schwester, runtergekippt. Nur für wahre Helden. Ja, dann auf jeden Fall. Ja, war wohl irgendein Gift drin, du brichst auf der Straße zusammen und hustest einfach nur noch und 10 Minuten lang bist du auf deinen Knien, hustest, hast einen roten Kopf und kommst gerade nicht mehr klar. Also die Maraskaner wissen auf alle Fälle, wie Gift funktioniert. Ja, Ahmad wirkt sich selbst so ein bisschen, spuckt das, was er gerade runtergeschluckt hat, versucht es rauszuspucken. Und ja, schaut den Maraskaner, der ihm das da gerade gegeben hat, verachtungsvoll an. Ja, er bietet dir als, er entschuldigt sich bei dir mit vielen Worten und bietet dir als Entschuldigung ein maraskanisches Bier an. Ich nehme an, mein Hals brennt gerade, ja? Du hast unglaublich starken Husten, alles ist irgendwie trocken und Also es brennt nicht wirklich, es ist einfach nur trocken. Ich bin sofort runtergekippt. Okay, es schmeckt echt widerlich. Es ist keine Kohlensäure drin, es ist einfach nur labbrig. Wirkliches Bier ist das nicht, aber es hilft gegen den Husten. Ja, dann gurgel ich den Rest und sprühe ihm den ins Gesicht. Ja, er weicht aus, weil er ist Maraskaner. Verdammt. Eine halbe Stunde später kannst du zu den anderen Helden dazukommen. Ja, Ömer, du möchtest aufbrechen, während die anderen aufräumen und einfach mal schauen, was die anderen so in Erfahrung gebracht haben. Ja, zu einem der Schiffe, wo ich die davor auf das Schiff gezeigt hatten, eins, was wirklich dort in der Nähe liegt und dort einfach mal nachfragen. Hier, ihr! Du! Wisst ihr was über die Ahoi! Ahoi, wisst ihr was über die Meeresreiter da vorne? Wie gehört die? Die Meeresreiter? Oh. Ich bin schon fünfmal wieder raus gewesen mit meinen Fischen. Die liegt immer noch hier. Keine Ahnung, was mit der ist. Die Mannschaft ist vor ein paar Tagen runtergegangen und sah, glaube ich, nicht so ganz glücklich aus, habe ich verstanden. Sind wohl alle ihren Job los. Ich weiß nicht, was sie auf See falsch gemacht haben, aber wahrscheinlich besaufen sie sich irgendwo.
Weißt du, das Schiff soll eigentlich verkauft worden sein. Weißt du irgendwas, oder? Verkauft? Aber man hört so ein paar Gerüchte. Zumindest hatte Simeon, der hatte wohl ein paar Männer noch gesehen. Er sah wohl aus, der wie so ein Kapitän. Er hat sich mit einem anderen Mann unterhalten. War wohl ein bisschen, weiß ich nicht, Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Er meint wohl, der Galderan ist ein bisschen näher dran vorbeigegangen. Er hat das auch ein bisschen unheimlich gefunden. Er sagt wohl, der Typ hatte Schuppen im Gesicht. Hat wohl irgendeinen Namen hat er gesagt, aber genau kann ich mich ja gerade nicht daran erinnern. Ich glaube irgendwas mit Chursan oder so. Chursan. Ich glaube der neue Besitzer kommt aus dem Süden, irgendwas bei Al-Anfa. Oder noch weiter. Genauen Namen weiß er nicht, aber wie gesagt, der Galderan, der hat ein ganz schlechtes Gefühl. Naja, und dann ist der Kapitän zusammen mit diesem Kapuzenmann weggegangen, nachdem sie sich da irgendwie kurz unterhalten haben, und ja, jetzt ist es verlassen seitdem. Die Männer sind alle vom Schiff runter. Kapitän los? Chursan war der alte Kapitän? Nee, dieser Chursan, der mit der Kapuze, das war der neue. An den sollte das wohl verkauft werden. Der andere Kapitän, der sah ganz normal aus. Ich glaube so war schon ein bisschen älter. Mitte 40, glaube ich. Hat auch so einen schönen Dreispitz auf dem Kopf, wie das jeder Kapitän wohl hat, wenn er was auf sich hält und irgendwie Segel auf dem Schiff hat. Ja. Ein Typ mit Schuppen müsste doch hier in der Stadt auffallen wie ein bunter Hund. Ja, das sagt der Galderan, aber ich glaube nicht, dass das Kapuze hin oder her, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat zu tief also da die Wachen passen auf alle Fälle auf. Also da kommt uns kein Paktierer oder sowas in den Hafen. Da sind die ganz ganz teufelswild, du. Ja, richtig so. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie einen Paktierer haben mit Schuppen oder so. Aber irgendwie was mit Chursan, Chansan, Charansan, irgendwie sowas. Alles klar. Weißt du, wo die Leute jetzt hier... Egal, ich finde das schon. Dankeschön. Und man steckt ihm nochmal so ein Heller zu. Danke. Und wird sich auf den Weg machen jetzt hier zur nächsten Kneipe, wo man sich denkt, okay, wenn die Leute gerade da runterkommen, vielleicht gehört haben, dass sie jetzt bankrott sind, dann werden sie nicht die beste Taverne auch so, um sich zu betreten, sondern irgendwas Kleines. Und ja, wird sich dann überlegen, was könnte wohl am Hafen liegen, was die meisten sich leisten können. Irgendwas, was eben gibt verschiedene Tavernen, je nach Qualität. Es gibt das Füllhorn, das ist ganz Standard, Sold und Säbel, wo dann quasi jeder angeheuert werden kann. Das macht dann tagsüber macht es auf, nachts ist es zu, da gibt es wohl auch keine Übernachtungsmöglichkeit. Das ist wohl viel von dem Besitzer gehört, das wohl einige munkeln, er ist ein Namenloser, und andere wiederum sagen, er ist das nur ein Veteran, der seine Hand verloren hat, aber sicher weiß das niemand. Das ist zumindest ein bisschen, man munkelt viel, gerade bei den Seefahrern mit viel Aberglauben. Ja, je nachdem, wie weit du auf dieser kleinen Halbinsel dich umschauen möchtest, gibt es verschiedene Anlaufpunkte. Das Hotel Tudamidia kommt auf gar keinen Fall in Frage, viel zu teuer, und da sind auch die Leute, die übernachten müssen. Also, wenn du gute Söldlinge suchst, ob das jetzt Kämpfer sind oder Seefahrer, dann Sold und Säbel, und ansonsten zum Füllhorn. Fangen wir erst mit dem Sold und Säbel an, das Füllhorn ist ja gleich auf dem Weg. Ja, dann wirst du wohl feststellen, dass hier gute Stimmung ist, auch wie die Gerüchte das wohl verlautbaren. Hinter dem Tresen steht ein Maraskaner, der einen Haken als Hand hat und damit wohl gerade relativ geschickt einige neue Becher auffüllt. Und es ist ziemlich voll. Die Söldner sitzen in der einen Ecke, die Seefahrer in der anderen, und man unterhält sich wohl gerade über die widerwärtigen Orks. Das Mittelreich ruft wohl gerade. Einige werden abgezogen, auch aus fernen Ländern. Gerade jetzt die Tulamiden möchte man dann über den Berg hinüberrufen.
denn es gibt wohl Gerüchte, dass die Orks demnächst angreifen könnten und ja, da wird wohl gerade so ein bisschen überlegt. Die Seefahrer haben nicht so gute Laune wie die Söldner, weil naja, wirklich viele Schiffe gibt es wohl gerade nicht, die die blutige See befahren und man ist sich auch nicht ganz sicher, ob man das dieser Tage noch machen möchte. Vor 5 Jahren war das alles noch sehr viel einfacher. Ja, einfach mal zum Wirt und ein Bier. Kein maraskanisches. Ja, Junge, hier. Schiebt er dir eins rüber und füllt gleich den nächsten Humpen. Du siehst aber ein bisschen verloren aus. Ich suche noch ein paar Leute. Die wirst du ja finden. Hast du eine eigene Expedition oder suchst du einen Auftraggeber? Das kann ich mir alles nicht leisten. Nee, ich suche noch Leute, die von der Meeresreiter kommen. Von der Meeresreiter? Da hatte jemand mir gesagt, dass man da ein paar Leute vielleicht anheuern könnte. Ein paar Seefahrer oder auch Söldner. Ich weiß nicht genau, ob da überhaupt Söldner drauf waren auf dem Schiff. Die sitzen hier, die sind mir auch bekannt. Wir haben vorhin erst vor ein paar Stunden haben wir zwei rausschmeißen lassen. Da kam die Stadtwache, haben sich wohl mit einem Haderlumpen geprügelt, der hier stadtbekannt ist. Potro. Spuckt vor sich auf den Tresen, als er den Namen Potro erwähnt, wischt dann schnell nochmal drüber, damit das so ein bisschen verteilt über den Tisch und ja, wischt weiter mit seinem Haken und diesem Lappen, den er jetzt in der Hand hat, oder in dem Haken hat, wuscht über die Spucke drüber. Ja, 2 Stück von einem Meeresreiter haben wir erst aufgelesen, aber ich glaube, da hinten sitzen noch 3 Stück. Ja. Ja, super, super, dankeschön. Dann dreht man sich mal sozusagen da so ein bisschen hin und schaut mal, was die denn so machen. Machen die irgendwelche Kartenspiele, Würfelspiele oder unterhalten die sich nur? Und du siehst, wie die da wohl ziemlich apathisch gerade in der Ecke sitzen und in ihre leeren Bierkrüge starren. Die unterhalten sich nicht, die interagieren nicht mit anderen Seefahrern. Die sind fast wie so ein bisschen in einem Trauma, möchtest du meinen. Man ächzt das Bier herunter. Danke, danke, ich muss mal los. Und immer mit stürmigen Schritten geht er aus dem Sold und Säbel heraus und dann wird er anfangen, los zu joggen zum Kontor der Helden. Imperium Perlenwacht. Ja, da ist auch Ahmad gerade wieder aufgetaucht, steht noch irgendwie mit einem roten Gesicht in der Tür, während die anderen da auch gerade beisammen sitzen, Kiaras über die Schulter schauen, wie er das da gerade mit dem Papierkram managt und überlegt, wie er jetzt die ganzen Söldner bezahlen soll, wie viele man noch anwerben kann, als dann Ömer wieder in der Tür steht. Klopf, klopf, macht er vorsichtig und sanft am Türrahmen. Ah, Ömer, du bist zurückgekommen. Gut, komm rein. Ja, der hohe Herr. Da sitzen 3 Stück in der Taverne im Sold und Säbel, die zum Meeresreiter gehören, aber die sind, die tun da gar nichts. Sie sitzen einfach nur und starren ihre Gläser, wie als wenn man sie vielleicht falsch anspricht, die dann total ausrasten könnten. Das ist etwas, da brauche ich Hilfe. Das sind 3 Stück. Sahen die krank aus? Ich weiß es nicht, aber sie gehören auf jeden Fall zum Meeresreiter, zur Besatzung. Wenn sie nicht ausrasten, kann man ja mit ihnen ganz normal reden, aber wenn sie ausrasten, Hilfe. Nun, was meint die anderen? Ich denke, ich schaue mir das mal an. Ahmad wedelt sich immer noch so ein bisschen Luft zu. Hochroten Kopf steht er da. Hat sich noch nie so lebendig gefühlt, wie er es gerade tut. Ich denke, ich würde am besten mitkommen. Tu das. Kiaras, ich bin in spätestens einer Stunde wieder hier. Falls Sahn ihn vorher auftaucht, halt ihn hin. Nein. Was ist mit Elda und Abelmir? Bin ich schwer zurückgekommen hier aus dem Badehaus? Ja, sicherlich. Also das wird dann alles irgendwie seine Zeit gedauert haben, aber die Nachforschung von Ömer haben auch noch ein bisschen was gedauert. Also wenn du möchtest, kannst du natürlich auch wieder zurück sein und kommst dann gerade vielleicht noch ein bisschen nassen Haaren, die dann in der winterlichen Luft von Kuntiumton trocknen können, kommst du gerade mit Eldan zurück. Ja, freudestrahlend trete ich in dieses Kontor ein. Fühle mich seit langer Zeit mal wieder ein bisschen sauberer. Nun, was gibt es? Ömer hier hat einen Teil der Mannschaft ausfindig gemacht. Wir werden mal schauen, ob man mit denen reden kann. Wo? In der Nähe? Säbel. Das nicht weit von hier. Ah. Sollten wir zur Verstärkung die Stadtwache mitnehmen, um das zur Not
diese Taverne absperren zu können? Ich glaube nicht. Es sind nur 3 Leute. Wissen wir, dass die anderen nicht auch schon angesteckt sind? Und welche Autorität lassen wir die Taverne absperren? Das kann doch die Piranha-Kirche anordnen. Wir sind hier nicht in irgendwelchem paragrafgefälligen Land. Wir können die Stadtwache nicht rumkommandieren, wie es uns lustig ist. Vielleicht. Wenn wir auch gerade Zeit haben für Tratsch, was sind Orks und warum greifen sie das Mittelland an? Was? Das wurde im Sold gesagt so, dass die jetzt Sold anheuern, weil die Orks das Mittelland angreifen. Mittelreich. Die verfluchten Orks. Verdammt. Das brauchen wir gerade wie die Pest. Sollten wir uns hiermit wirklich beeilen? Ich scheine zu Hause gebraucht zu werden. Ich glaube, wir sind hier schon ganz gut aufgehoben. Das ist bestimmt nur ein Sturm im Wasserglas. Donnerbach schreit doch das ganze Jahr über nach Verstärkung gegen die Orks. Aber bestimmt nicht zu Unrecht. Könnt ihr mehr darüber herausfinden? Ich kann gucken, ob noch die, ob an den Gerüchten was dran ist, weiß ich nicht, aber ich kann zumindest gucken, ob ich noch mehr Gerüchte davon auftreiben kann, von Orks und dem Mittelreich, ob, wie akut das ist. Das wäre sehr freundlich. Man nickt immer zu. Vielen Dank. Wir sollten uns zuerst um die eine Sache kümmern und dann die andere vielleicht. Gut. Dann lass uns diese Halunken schnappen. Diese Matrosen. Habt ihr eine Taktik? Wir gehen rein, stellen uns zu denen an den Tisch, werden ganz freundlich mit ihnen reden. Wenn sie aggressiv werden, hauen wir ihnen aufs Maul und reden dann ganz freundlich mit ihnen. Da begibt ihr euch allerdings Gefahr, euch ebenfalls wieder anzustecken, wenn ihr sie berührt, nicht wahr? Dann nehmen wir halt einen Knüppel mit. Ein langen Knüppel? Die Männer sind von Verstand. Sie werden angreifen, bis sie nicht mehr in der Lage sind. Wir sollten tatsächlich vielleicht einen Piranha-Geweihten mitnehmen, der kann ich vielleicht schon aus Entfernung sagen, ob sie infiziert sind. Nun gut. Wir beziehen Stellung vom Sold und Säbel. Ömer, wollt ihr einen Geweihten? Natürlich, natürlich. Soll ich noch gleichzeitig fragen nach einem Schreiben und nach diesem Trank? Hervorragend. Denkt hervorragend mit. Wenn sie dir eins mitgeben wollen, dann ja. Natürlich. Oh Leute, dann mal los, die Zeit eilt. Und so joggt Ömer zum Terbonitenspital und die anderen zum Sold und Säbel. Und wie es weitergeht, sehen wir nach einer kleinen Pause. Wie geht's weiter? Ihr steht jetzt gerade vor dem Sold und Säbel. Während ihr dort Position aufgenommen habt, könnt ihr erkennen, wie Ömer jetzt gemeinsam mit Teria Saatfest euch entgegenkommt. Ja, hatte sie etwas dazu gesagt, zu dem Schreiben und den Tränken? Ja, das hat sie euch gegeben. Ich muss gerade mal nachschauen. Wenn ihr jetzt aktiv für die Piranha-Kirche ermittelt, dann bekommt ihr auch ein Schreiben von ihr mit einem Siegel, das dann ausgestellt ist, in dem Fall ja wohl auf dich, weil sie nicht genau weiß, wie eure Gruppe agiert, aber du hast sie geholt, dass die Gruppe, diese 6-köpfige Gruppe unter dir, Ömer, agiert. Und sie hat dann auch einen großen Gullmond-Tee aufgesetzt. Das heißt, sie hat jetzt in ihrer Hand noch einen großen Kessel, in dem Gullmond-Tee sich befindet. Und den schenkt sie jetzt, baut so ein kleines Tischchen auf. Und wie eine Mutti, eine Liebende, sie ist zwar keine Travia geweiht, aber setzt dann jetzt erstmal einen Schluck Tee auf, genau vor der Taverne. Gibt euch dann auch noch ein weiteres Fläschchen, in dem sich wohl das etwas ödige Yoruga befindet. Hoher Herr, hier, das Schreiben, das ich euch mitbringen sollte, dass das Ganze hier für die Piranha-Kirche abläuft. Und reicht ihr das Schreiben oder auch? Hochwürden, vielen Dank, dass ihr so schnell kommen konntet. Ja, gerne. So etwas hat man ja nicht alle Tage oder alle Jahre. Und bei so einer solch schwerwiegenden Krankheit bin ich gerne bereit zu helfen und mich auch aus dem Tempel herauszubewegen, um den Göttern zu helfen. Wir haben 3 Mitglieder der ehemaligen Mannschaft, der Meeresreiter, ausfindig gemacht.
die wohl hier im Sultansäbel in einer Ecke sitzen. Wir gedachten, sie zu befragen, um weitere Informationen über die Krankheit und wo sie vielleicht herkommt und wer sie noch übertragen könnte herauszufinden, und dachten, es sei besser, wenn ihr dabei seid, für den Fall, dass sie angesteckt sind. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch da helfen kann, wenn sie irgendetwas Dummes tun, aber es kann durchaus sein, dass sie euch angreifen. Die Krankheit könnte sich eben so auswirken. Nun, falls sie es nicht tun, wäre es gut, wenn ihr bestimmen könntet, ob sie auch wirklich erkrankt sind. Ja, wenn sie schwarze Stellen aufweisen, werde ich das tun. Bareine beschütze euch. Bareine beschütze uns, dann mal los. Und dann klappern wir rein. Ja, es stinkt nach verschüttetem Bier, ein bisschen nach Säbelpolitur, also Öl, was dann aufgetragen wird. Es riecht nach Männerschweiß, und wenn ihr dann eingehüllt werdet, auch von so ein bisschen Rauschkrautdämpfen, die dann hier dieses Etablissement erfüllen, könnt ihr euch ein bisschen umblicken, und wenn Ömer dann auf die Versammelten zeigt, die er dann mit Hilfe des Wirtes ausfindig gemacht hat, könnt ihr sie dort auch sehen, wie sie da immer noch sehr schweigend sitzen. Hat jetzt nicht allzu lange gedauert, bis ihr euch da versammelt hattet, und ja, sie werden da in der Ecke sitzen. Gut, überschlägt vor sich mit den Händen das Dreieck des Fex, um sich Glück zu wünschen anscheinend. Das sind sie, da. Oh ja, da, die drei. Oh Gott, hoffen wir mal, dass sie noch ansprechbar sind. Dann gehe ich vorneweg auf die Herren zu. Immer hält so 2-3 Schritt Abstand, um zu einer Hörreichweite zu sein, aber vielleicht, wenn sie ausrasten, nicht direkt in der Greifreichweite. Ja, war schon schockierend genug, als du vorhin auf dem Steg am Anfang des Tages gewürgt worden bist, fast zu Tode. Ja, ihr erreicht sie, und einer von den dreien schaut nach oben aus tief sitzenden Augen. Ein paar Augenringe, die du wohl auch erkennen kannst, hat wohl sich lange Zeit nicht bewegt. Verschüttetes Bier auf seiner Kleidung. Er stinkt echt widerwärtig, wie ein Seemann es eben so tut. Matrosen, aufgemerkt. Könnt ihr reden? Habt ihr Arbeit? Nein, aber Fragen. Natürlich, vielleicht einfach reden. Münzen, wenn ihr sie beantwortet. Münzen nehmen wir. Ihr seid Matrosen auf der Meeresreiter gewesen? Ei, ich bin Rodegang. Das ist Schul und Eirat. Und die Mannschaft wurde aufgelöst, nicht wahr? Ei, vor ein paar Tagen. Von eurem Kapitän oder vom Besitzer? Kapitän. Der hieß noch gleich wie? Unser Kapitän. Ah. Das ist Dekel. Dekel Eilitier. Seewolf. Und warum wurde die Mannschaft aufgelöst? Wollte das Schiff verkaufen, sagt er. Hat er gesagt, an wen? Ah. Wollte den Händler treffen. Waren wir nicht dabei, er hat uns entlassen, aber. Eirat, ich glaube, du hast sie nochmal gesehen, ne? Jo. Das war irgendwie so ein Typ. Geht es etwas genauer? Typen gibt's viele. Ja, wollt ihr uns anheuern oder wollt ihr nur Geschichten hören? Hör mal zu, Junge. Wir sitzen hier auf dem Trockenen. Wir brauchen ein bisschen Geld. Das ist nicht einfach. Gerade in so einem Hafen wie hier. Ich mach's ihn mal selber ein bisschen hin. Hi, jetzt können wir reden. Das war ein so ein Typ aus, ich glaube, der kam aus Selim. Das war so ein, ich glaube, den Namen nicht ganz verstanden. So ein tulamidischer Name, so ein ganz alter. Arenur oder sowas. Und dann Sharaza, glaube ich. Arenur oder sowas und dann Sharaza. Ja, ist so ein komischer Name eben. Und der wollte das Schiff kaufen. Das habe ich so verstanden. Der stand mit dem Kapitän vor dem Boot und wir haben sich unterhalten. Wisst ihr, dass einige eurer anderen Mitmatrosen krank geworden sind? Nee,